Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crush Review. Ich bin die Jessie, wir sind hier in einem super geheimen Studio in Hamburg und ich habe für euch das erste richtig bezahlbare Elektro-SUV von Audi dabei, und zwar den Audi Q4 e-tron. Und da steht er jetzt und den möchte ich euch jetzt so ein bisschen zeigen. Und was werden wir alles machen? Wir werden den optisch besprechen, wir werden auch über die Motoren sprechen, die es geben wird, und wir setzen uns auch in den Innenraum. Das Einzige, was wir heute nicht machen dürfen, ist leider fahren, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock. Abonniert auch gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen, und dann gehen wir erstmal los und schauen uns die Optik an. Ja, und hier vorne angekommen, sehen wir auch gleich, unser Q4 e-tron ist total futuristisch. Was mir besonders gut gefällt, ist dieser geschlossene Kühlergrill, den wir hier vorne haben, in Kombination mit diesen chromfarbenen Elementen. Und schaut euch mal diese Audi-Ringe an. Die sind dreidimensional da drin, haben aber so eine glatte Oberfläche und die sehen super futuristisch aus. Wir haben hier unten dann auch nochmal das e-tron in so einem gebürsteten Aluminium und hier unten dann nochmal eine Schürze oder eine Jalousie, die sich öffnen lässt und die auch nochmal ja zur Kühlung dient. Wir haben hier übrigens 8 verschiedene Lacke, die wir wählen können. Hier haben wir jetzt ja das klassische Audi Florettsilber drauf. Und das Interessanteste hier vorne sind die Lichter, die wir haben. Serienmäßig LED-Leuchten und optional haben wir hier die Matrix-LED-Leuchten. Und die haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ihr innen im MMI 4 verschiedene Lichtsignaturen wählen könnt. Hier haben wir jetzt eine davon. Ich mache euch noch ein paar Schnittbilder drüber, wie die anderen aussehen. Und das heißt, ihr könnt je nach Lust und Laune und je nach welchem Tag ihr auch immer möchtet, eine andere Lichtsignatur wählen. Wenn wir jetzt ins Profil gehen, sprechen wir vielleicht über den CW-Wert. Und wir haben jetzt hier den Sportback. Der hat jetzt 0,36 CW-Wert und der normale Q4 hat 0,38. Der ist jetzt 4,60 Meter lang, 1,60 Meter hoch und 1,90 Meter breit. Und was sehr interessant ist, ist, dass wir uns vielleicht hier mal die Felgen anschauen. Die gehen nämlich von 19 bis 21 Zoll. Da habt ihr beispielsweise auch Aero-Felgen, die ihr wählen könnt. Das heißt, die sind ein bisschen mehr geschlossen. Hier haben wir jetzt eine geöffnete Felge, die ich sehr schön finde. Und die passt auch gut farblich eben zu dem Florettsilber. Und wir haben hier auch noch mal komplett lackiert eine Radkastenumrandung und auch noch mal einen Seitenschweller in einem Manhattan-Grau. Und das macht das Ganze ja super edel und sieht viel besser aus als eben dieses Plastik, was wir ganz oft haben. Sportback heißt, wir haben hinten ja eine herabfallende Dachlinie. Gefällt mir besser, oder ja, ich finde ihn schöner als der normale Q4. Und was wir jetzt machen, ist noch übers Laden sprechen. Und das können wir hier, wir haben jetzt 2 Akkuvarianten, die es beim Q4 gibt. Einmal 55 kW und einmal 82 kW. Die 55 kW könnt ihr mit bis zu 100 kW Gleichstrom laden und die größere Akkuvariante mit bis zu 125 kWh. Jetzt schauen wir uns aber die Schokoladenseite an, und zwar das Heck. Und ist das nicht schön? Erinnert mich an den e-tron GT, eben durch diese durchgehende Leuchte, die wir jetzt hier haben. Wunderschönes Heck, in der Mitte dann auch nochmal das Audi-Logo, schön, diesmal nicht so dreidimensional in Glas eingefasst, sondern wirklich haptisch anzufassen. Hier unten steht jetzt drauf 50 e-tron, wir haben ja 3 Motorvarianten, dazu erzähle ich euch gleich noch was im Einstieg jetzt zu Beginn des Launches. Und hier unten dann noch mal in Klavierlack ein sehr großes Emblem, auf dem nochmal sehr präsent e-tron steht. Natürlich hier unten auch noch ein sehr sportlicher Diffusor in Wagenfarbe, das finde ich schön, dass der sich auch nochmal so harmonisch mit integriert. Was ich auch toll finde, ist dieser ja kleine, das ist gar nicht klein, das ist ein relativ großer Bürzel, den wir hier hinten haben, ein Heckspoiler. Der sieht auch sehr schick aus, und was wir jetzt als nächstes machen, ist uns mal den Kofferraum anschauen, und dafür mache ich den jetzt mal auf. Und hier haben wir jetzt ungefähr 500 bis 1500 Liter Volumen. Der Sportback hat ein bisschen weniger als eben der normale Q4, aber das ist schon super viel Platz hier. Ihr habt hier auch nochmal eine zweite Ladekante, beziehungsweise keine Ladekante, sondern eine zweite Ebene, wo ihr etwas nutzen könnt. Und hier könnt ihr auch nochmal hoch machen und habt hier auch nochmal Platz, irgendwas zu verstecken. Da könnt ihr beispielsweise auch nochmal eine Handtasche oder sowas reinpacken, wenn ihr das wollt. Und ja, die Ladekante ist relativ hoch. Ich habe jetzt hier 1,64 Meter groß. Es geht mir bis hier oben zum Oberschenkel, aber das ist absolut okay. Und was auch interessant ist, Serie ist jetzt hier immer eine elektrische Heckklappe beim Sportback.
Na, jetzt geht's runter, serienmäßig, was spannend ist. Jetzt gehen wir noch mal vor. Was ich euch vorne zeigen möchte, ist noch einerseits was zum Fahrwerk. Und zwar haben wir jetzt hier immer eine Progressivlenkung optional. Wir haben hier ein DCC optional, was ganz spannend ist. Und wir haben entweder einen Allradantrieb oder eben einen Hinterradantrieb. Und beim Q4 gibt es jetzt drei verschiedene Motorvarianten. Einmal den Q4 35 e-tron, der hat 170 PS, 310 Newtonmeter und ist in 9 Sekunden auf 100. Der hat dabei die kleine Batterie. Dann haben die anderen beiden Motorvarianten die großen Batterie. Einmal der Q40 e-tron, der 204 PS hat und 310 Newtonmeter. Und der Q4 50 e-tron, der dann 300 PS hat und ca. 460 Newtonmeter, Allrad hat und dann in 6,2 Sekunden auf 100 ist. Jetzt würde ich sagen, springen wir noch auf die Rückbank und dann schauen wir uns vorne noch den Innenraum an. Weil in der Rückbank ist ganz spannend, wir haben super viel Platz da im Innenraum, nämlich so viel wie in einem Q7. Wir haben ja auch einen Radstand von 2,76 Meter, was echt krass ist. Und jetzt gehe ich mal auf die Rückbank und dann schauen wir uns an, wie viel Platz ich hier habe mit meinen 1,64 Meter. Kommt mit. Ja, und jetzt setzen wir uns hier in dieses Raumwunder. Was mir als erstes auffällt, wir haben jetzt hier Sonos, also einen neuen Partner von Audi. Macht einen echt guten Sound, kann ich euch nur leider nicht zeigen, wegen ja, GEMA einerseits hier bei uns auf YouTube und andererseits würdet ihr es nicht so hören, wie ich es jetzt hier höre, wenn ich hier sitze. Und warum Raumwunder? Schaut euch das jetzt mal an. Die Sitze sind vorne auf einen 1,80 Meter großen Mann eingestellt, also nicht auf meine kleine Größe. Und ich habe trotzdem vier Fäuste nach vorne Platz. Ja, es sind wirklich vier, das ist krass. Ich kann ja meine Füße auch so ein bisschen ausstrecken, was sehr angenehm ist. Und nach oben hin habe ich auch noch mal zwei Fäuste Platz. Ich fühle mich hier schon richtig wohl, ist so ein bisschen wie bei meiner Oma im Wohnzimmer, aber positiv gemeint. Und wenn wir jetzt über Oma und Wohnzimmer sprechen, haben wir jetzt hier sehr schöne, angenehm gepolsterte Sitze. Das ist jetzt ein Kunstleder. Es gibt beispielsweise auch vegane Materialien. Da habt ihr beispielsweise einen Sitz, der dann aus 26 PET-Flaschen, also aus inklusive 26 PET-Flaschen, die recycelt sind, besteht. Ihr habt aber auch Ledervarianten und es gibt insgesamt 9 Ausstattungsvarianten für diese ganzen Innenraumthemen. Hier haben wir dann auch nochmal eine sehr schöne Naht in so einem grauen. In so einem grauen Look. Wir können auch die Kopfstützen hier nochmal hochschieben und runterschieben. Und ich finde es hier hinten wirklich sehr bequem. Was wir auch haben, ist hier eine Mittelarmkonsole. Die zeige ich euch auch mal. Kann ich mir hier bequem meinen Arm ablegen. Die ist auch ganz gut gepolstert, ist nicht zu hart. Ich mag das nämlich nicht, wenn die immer so bretthart ist. Und habe hier auch nochmal zwei Cupholder. Kann hier mein Getränk hinstellen und kann dann hier entspannt hinten mich chauffieren lassen. Hier vorne dann vielleicht auch noch ganz interessant, wir haben hier auch nochmal eine Klimaautomatik, können die hier digital, also mit so Knöpfen einstellen, haben wir eine digitale Anzeige, zwei USB-C-Lademöglichkeiten und auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Also alles, was ich brauche und kann mir hier auch nochmal die Lüftung einstellen, wie ich es möchte. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir nach vorne, ich zeige euch vorne noch den Innenraum, weil der ist super spannend. Kommt mit! Ja, jetzt schauen wir uns den Innenraum auch mal hier vorne an und erstmal beginnen wir vielleicht mit den Sitzen. Und wir haben jetzt hier Kunstledersitze, genauso wie auf der Rückbank. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr guten Seitenhalt geben, sind hier super gepolstert und sogar hier unten haben wir nochmal Backen, die dann den Po festhalten, was ich ganz praktisch finde. Und was ich auch gut finde, ist, dass wir hier nochmal so einen Knieschoner haben, beziehungsweise so eine Verlängerung des Sitzes, die ihr euch dann rausfahren könnt, wenn ihr jetzt längere Beine habt als ich, was sich dann lohnt, weil dann ist das auf jeden Fall viel bequemer. Was auch interessant ist, ist die Einstiegsleiste, die wir haben, hier schön mit einem S-Emblem nochmal drauf. Mag ich bei Audi, dass sie auf solche Details achten und die finde ich sehr schick. Und wenn ihr jetzt gerade da drüben seid, schauen wir vielleicht noch gemeinsam in die Tür. Und in der Tür ist ein sehr interessantes Gadget. Und zwar können wir da oben die Flasche nicht mehr nur unten positionieren, sondern auch oben. Und die kann man so rausnehmen und hat die halt viel handlicher und viel grifffester da oben liegen, was ich megamäßig finde. Auch der Türgriff ist übrigens schön integriert in diesem schwarzen Emblem. Da haben wir Klavierlack und eine wundervolle Tür mit auch noch Ambientelicht integriert. Jetzt zeige ich euch hier vorne noch ein bisschen was und zwar haben wir ein sehr waagrechtes Cockpit hier vorne. Es sieht sehr futuristisch aus. Wir haben jetzt hier die Lüftungsdüsen, die sehr waagrecht sind. Hier jetzt ein gebürstetes Aluminium. Hier könnt ihr aber auch Klavierlack wählen und verschiedene andere Designs. Da müsst ihr dann mal in den Konfigurator schauen. Und hier zieht sich einmal eben das Ambiente-Light nochmal komplett durch, was wirklich sehr schick aussieht.
Wenn wir uns jetzt den Mitteltunnel anschauen, hat Audi auf den Mitteltunnel verzichtet eigentlich, weil wir haben jetzt hier ja insgesamt 25 Liter Platz, um viele Dinge zu verstauen und haben jetzt hier unten beispielsweise einmal ein Ablagefach, das so ein bisschen ja gummiert ist, das heißt, es rutscht nicht so weg. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, unser Handy reinzuspannen und es zu laden. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen, können dann hier das Handy eben induktiv laden, haben dann hier auch nochmal zwei Cupholder, die sehr gut für mich zu erreichen sind. Wenn ich jetzt hier sitze, komme ich hier gut rein. Ist ungewohnt weit unten, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Und wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, Dinge zu verstauen. Können beispielsweise noch eine Cola-Dose mitnehmen oder ähnliches und haben hier halt einfach nochmal sehr viel Platz. Ich mache da mal meine Hand rein, schaut mal, es ist wirklich sehr viel Platz. Und was ich auch interessant gelöst finde, ist jetzt hier der Gangwallhebel und alles, was das Thema Start-Stopp bzw. eben Lautstärkeregelung geht. Das ist jetzt hier nochmal so draufgesetzt, sieht so ein bisschen aus wie im Raumschiff Enterprise, was ich aber schon ganz schön witzig finde. Was wir jetzt machen, ist mal die Zündung hier nochmal an und dann schauen wir uns hier dieses Lenkrad an. Und zwar ist das jetzt neu bei Audi, nicht nur weil es unten und oben abgeflacht ist, sondern weil es jetzt hier auch per Touch funktioniert. Und wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, wenn ich hier auf OK drücke, mir verschiedene Dinge anzeigen zu lassen, wie beispielsweise mal ein Mobiltelefon. Das ist per Apple CarPlay und Android Auto verbindbar. Wir haben jetzt hier alles zum Radio, auch nochmal die elektrische Reichweite. Und das ist schon ganz cool, das funktioniert per Touch. Also ich kann hier scrollen beispielsweise, aber auch eben swipen, wie man es eben vom iPhone oder vom Handy kennt und habe hier drüben dann noch alles für die Assistenzsysteme, zum Telefon anrufen und abnehmen und habe hier auch eine Lenkradheizung in diesem wirklich sehr, sehr schönen Lenkrad. Ich finde das cool, es gibt es optional, wenn ihr das nicht wollt, gibt es auch ein rundes Lenkrad, was ihr dann nehmen könnt. Übrigens haben wir hier auch Schaltpedal, da könnt ihr dann die Rekuperationsstufen einstellen. Drei Stufen gibt es dann an der Zahl. Die genauen Daten, wie viel G rekuperiert werden und wie viel nicht, schreibe ich euch dann unten in die Infobox. Und jetzt schauen wir uns noch das sehr schön integrierte Infotainment-System hier vorne an. Und was spannend ist, dass wir jetzt hier ja einerseits die Audi-Ansicht haben, die Kacheln, die wir ja schon kennen, die können wir uns immer konfigurieren. Heißt, wenn ich hier jetzt drauf drücke, kann ich das jetzt runterziehen. Ich möchte Radio immer hier unten haben und kann mir das halt so in die Shortbar-List einstellen, wie ich möchte. Und vielleicht schauen wir uns mal kurz das Fahrzeug an und da haben wir jetzt auch das Audi Drive Select mit den verschiedenen Modi. Haben Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Individual, was können wir einstellen? Den Antrieb und die Lenkung. Von effizient aus bewegen bis hin zu sportlich oder die Lenkung auch komfortabel und sportlich. Dann haben wir hier noch alles zum Thema Laden und Effizienz. Das ist vielleicht auch noch interessant für euch. Hier haben wir dann den, ob ein Ladevorgang aktiv ist oder nicht. Haben hier genau das Ladeziel, die tägliche Nutzung, das Verhältnis von Langstrecke. Und einen Effizienzassistent können jetzt hier prädiktive Hinweise einstellen. Hier drüben an diesem Toggle können wir es dann ein- oder ausmachen. Das heißt, der sagt mir dann, Jesse, nimm doch jetzt den Fuß vom Gas, das ist effizienter, wenn du das machst. Und können jetzt hier auch die Rekuperation aus- oder automatisch stellen. Kann sie dann eben entweder an den Pedal machen oder eben der Q4 macht es dann für mich automatisch. Range Mode können wir auch nochmal einstellen oder ausstellen hier an diesem kleinen Toggle. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, sind die Assistenzsysteme. Es ist sehr spannend, wir haben jetzt hier eine Tempowarnung, einen adaptiven Fahrassistenten, einen Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung, Audi Presence, Spurwechselwarnung, Ausstiegswarnung, Notfallassistenz, eine Pausenempfehlung. Also alles, um teilautonomes Fahren Level 2 zu garantieren und auch alles, was ich brauche, um auch längere Strecken fahren zu können. Schauen wir uns noch das Thema Licht und Sicht an. Und vielleicht das Thema ambiente Beleuchtung. Hier haben wir dann nochmal die digitalen Lichtsignaturen, von denen ich euch erzählt habe. Und wir haben jetzt hier einmal das Light Design. Wir haben hier das Light Design Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Ihr seht, ihr könnt jeden Tag nach Lust und Laune die Tagfahrsignatur da vorne anpassen und sie dann hier bestätigen. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lange. Wir gehen jetzt raus und ich erzähle euch jetzt, was der Q4 ungefähr kosten wird oder was auch nicht. Kommt mit. Ja, kommen wir zu meinem kurzen Fazit zum Audi Q4 e-tron und er hat mich überrascht. Ich habe mich gefreut, dass ich heute in dem Studio in Hamburg sein durfte und ich finde, da drin ist dieses Platzangebot wirklich wahnsinnig gut. Ich finde es cool, dass wir so ein paar technische Gimmicks haben, wie beispielsweise das Licht, was wir uns in vier verschiedenen Tagfahrsignaturen einstellen können und optisch gefällt er mir auch sehr gut. Wenn wir jetzt über den Preis sprechen, beginnt der Q4 35 e-tron bei ungefähr 41.000 Euro, wobei ihr dann noch die 9.000 Euro Förderung abziehen könnt.
Der Q4 40 e-tron beginnt dann bei ungefähr 46.000 Euro und der größte Motor, wie er jetzt hier da steht, mit Allradantrieb beginnt dann bei ungefähr knapp über 50.000 Euro. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann schaut auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch zwischen Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Abonniert gerne den Kanal, The Car Crush Review würde mich tierisch freuen. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr den Q4 e-tron findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann.